Ja, hallo Leute, ich bin's der Hans von Project Lights Out. Also wer mich jetzt noch nicht kennt, der wird mich jetzt erstmal kennenlernen, weil ich habe jetzt eine große Überraschung für euch. Am 2. November gibt es einen 24-Stunden-Livestream, wo ich euch alle herzlich einlade, dass ihr auch mitmachen könnt. Also ihr könnt ihn live sehen übers Internet. Livestream ist sowas wie ein Kanal, wie im Fernsehen halt, aber es wird halt übers Internet ausgestrahlt. Ich werde es euch mal zeigen, damit ihr seht, was es ist. Ich habe hier den Kanal im Ustream. Alle Daten, die kommen natürlich unter dem Video. Okay, was ist jetzt mein spezieller Event? Also er heißt The Green Day. Also der grüne Tag hat nichts mit der Gruppe zu tun, weil es gibt eine Gruppe, die heißt bloß Green Day. Darum habe ich gesagt The Green Day, weil, okay, warum und weshalb, um was geht's? Okay. Ja, wir wissen alle, dass im Fernsehen, im Kino, in den Zeitungen, da gibt es immer so viele schlimme Nachrichten. Es ist natürlich auch viel zensiert und auch viel manipuliert, ne? Und naja, ich habe mir halt gedacht, weil ich mache ja sowieso jedes Jahr immer so einen speziellen Livestream. Also Project Lights Out gibt es ja schon seit 2007, wo ich angefangen habe mit den Lichtausmach-Dingern. Ich weiß nicht, wie man da jetzt auf Deutsch genau das benennt. Also ich bin ja selber Deutscher, in München geboren, aber wohne seit 1993 in Mexiko-Stadt. Natürlich ein paar Mal umgezogen und so, aber ich bin halt in Mexiko. Und naja, als ich angefangen habe mit Project Lights Out, da war ich eigentlich bloß so ein Eco-Typ, halt, also der, wo halt sich bloß über die Natur interessiert hat und Climate Change und Recycling und Lösungen da gesucht hat, um den Planeten besser zu erhalten und so. Ne? Aber ja, mit der Zeit bin ich halt auch überhaupt über Facebook auf andere Sachen gekommen. Also es gibt ja viele Sachen, die werden uns verschwiegen, die wo hier in der Welt passieren. Und ich bin eigentlich jeden Tag schon fast 24 Stunden am Posten auf meiner Facebook-Seite. Und ja gut, ich habe mal gedacht, jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal was Friedliches machen, auch mit ein bisschen Information natürlich zu gewissen Themen. Aber der Schwerpunkt hier ist, dass wir die Kulturen mal wieder zusammenbringen. Also es wird ein 24-Stunden-Livestream sein, da wo Artisten, Künstler aus aller Welt auch mitmachen. Also nicht bloß hier Mexikaner, es sollten vielleicht auch ein paar Deutsche dabei sein, hoffentlich. Und ein paar Amis von Asien, Japan, was weiß ich. Also es gibt ja so viele Länder, darum wird es nämlich auch 24 Stunden sein, weil ich möchte, dass jeder Zeit hat oder jeder auch die Möglichkeit hat, zuzuschauen und auch mitzumachen. Weil wir wissen ja, ich meine, wenn ich hier den Livestream anfange, ist halt Mexiko, also in Deutschland, ihr seid 7 Stunden voraus oder Österreich oder Schweiz, was weiß ich, wo man Deutsch spricht. Und natürlich möchte ich, dass jeder Zeit hat, dass er dabei ist. Ne? Also wer halt auch sagt, ja, ich habe, weil es ein Wochenende ist, 2. November ist ein Wochenende, da können ja viele auch den ganzen Livestream mitschauen und so, aber wer halt wirklich keine Zeit hat, dem gebe ich natürlich Zeit, also in den Stunden halt, wo ihr was vorbringen möchtet. Also die Idee ist, dass wir, das machen wir unter uns alles. Also ich werde dafür nicht bezahlt und ich kann euch natürlich auch nicht bezahlen. Ich bin auch nicht reich, ich meine in Mexiko, ich bin ja auch ziemlich, mit dem ganzen Aktivismus, den ich habe, da werde ich nicht bezahlt. Das mache ich von meinem Herzen aus. Ich habe viel Arbeit auch dazu verloren und so. Aber ich mache halt weiter, weil ich möchte natürlich, dass die Welt gerettet wird und so. Okay, gut, also die Technik, um was geht's? Also es sind 24 Stunden, habe ich schon erwähnt, mit Künstlern. Also es ist natürlich nicht, dass jeder singen soll oder dabei mitmachen kann, der wo singen kann. Nee, also es können natürlich Leute mitmachen, die wo vielleicht eine schöne Poesie haben, also irgendwie einen schönen Spruch oder was weiß ich, oder wo halt einfach mal was reden wollen, was man sonst nicht so machen kann. Ne? Also ich meine,
ich habe hier keine Zensur, ihr könnt über alles reden, wir können über alles diskutieren etc. Weil ich glaube auch nicht, dass wir jetzt 24 Stunden bloß Leute haben, die wo hier singen. Es gibt dann vielleicht auch ein paar Blöcke, also sagen wir mal eine Stunde wieder eine Zeit, wo gar nichts los ist, dann können wir halt eine kleine Talkshow hier einrichten. Und das machen schon ein paar Leute mit. Also ich habe auch mit vielen Bekannten schon Livestreams gemacht. Und zum Beispiel von den Chemtrailers mit dem Werner Altnickel war übrigens mein erster Livestream. Und ja, jedes eingeladen, weil was ich also bieten möchte, ist Information, wo man nicht so überall sehen kann. Also Fernsehen, wisst ihr, ist alles zensiert und so. Okay, also wer halt mitmachen möchte, das Einzige, was ihr braucht, das ist halt eine Kamera, damit man euch auch sehen kann. Wer halt nicht gesehen werden möchte, soll halt mindestens ein Mikrofon haben, dann können wir das Bild natürlich zudecken oder was weiß ich. Und ja, also ich lade euch ein, dass ihr da mitmacht. Und zum Beispiel mit dem Singen. Ich habe hier auch ein schönes Video von Mexikaner, der wo hier mitmacht. Das ist der Aldo. Ich stelle euch den mal schnell vor. Warte mal, machen wir mal Yesterday. Also, cooler Typ, Kumpel von mir, und der sagt, der macht mit. Oh, I believe yesterday. Okay, jetzt habt ihr mal Mexikaner hier gesehen. Und da könnt ihr natürlich auch gleich dabei sein. Also es ist ja total einfach. Also ich kann das euch alle hier zusammenfügen. Ich benutze zwei Messengers. Also es ist der Skype, den kennt ja eh wahrscheinlich jeder. Aber wer den OVO hat, das wäre natürlich noch besser, weil da können wir nämlich 12 Leute dazufügen, weil es eine Gratis-Version. Bloß installiert die Toolbar nicht, weil die Toolbar macht das System ein bisschen langsamer. Und ja gut, ihr funkt mich dann an. Alle Daten zu den Links, die sind jetzt unter dem Video, damit ihr wisst, was, wo ihr suchen könnt und so. Und naja, dann können wir das nämlich dann alles so zusammenbringen, dass jeder auch zu sehen ist und jeder mitmachen kann. Wer überhaupt gar keinen Computer hat oder sagen wir mal gar kein Equipment mit Mikrofon etc., der kann auch die Chatbox benutzen. Da ist auf dem Livestream-Channel ist auch eine Chatbox rechts oben zu sehen. Und ja, dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen kommentieren, was ihr sagen wollt etc. Aber das Ziel ist halt, dass man die Kultur nicht verliert, weil es gibt ja so viele, die Überschwemmung, sagen wir mal so, von anderen Staaten, wie zum Beispiel USA, wisst ihr eh, also es ist eigentlich alles, was die machen, das soll die ganze Welt machen. Also wenn jeder hier Lady Gaga hört, dann, also in den USA, dann hört man das nämlich auch hier in Mexiko und in Deutschland bestimmt auch, gibt es auch bestimmt so viele Lady Gaga-Gruppen. Ist bloß ein kleines Beispiel. Ne? Also ihr könnt praktisch, wenn man das jetzt mit den Jahren sieht, also wie das so passiert, dann könnt ihr das abschreiben, dass die Originalkultur irgendwann mal da ist, weil jeder will halt dann bloß das hören, was uns aufgetragen wird zu hören oder so. Ne? Also ich will halt die Kulturen zusammenbringen. Wenn jemand vielleicht ein Bayer ist, der wo da irgendwie jodeln kann, wäre natürlich auch cool. Dann hört das natürlich auch die ganze Welt und ja, dann bleibt es ein bisschen länger bestehen oder so. Ne? Also ist halt eine verrückte Idee. Aber was ich halt will, ist, dass die Liebe, die Kultur, Friede endlich mal Platz hat hier im Internet, dass man das mal auch ausstrahlen kann. Und es wird natürlich auch aufgenommen, also auf YouTube, also was ich jetzt da im Livestream dann habe, das kommt dann auf YouTube hoch, damit man das dann später nochmal angucken kann, also die Leute, die wo vielleicht überhaupt keine Zeit haben. Weil hier der 2. November, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, das ist der Tag der Toten, also Dia de los Muertos, ist auch ganz schöner oder bekannter Kulturtag hier in Mexiko, wo die Toten praktisch, wo man denen noch eine Ehre gibt und so. Und da das alles auf dem 2. fällt, dachte ich, ist das eigentlich der perfekte Tag, dass man das machen kann, weil es ein Samstag, arbeiten wenig Leute. Wenn es noch 24 Stunden ist, dann geht es noch zum Sonntag rein und ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Zeit, das anzugucken. Und naja, noch
ein paar kleine Links, die ich euch noch zeigen möchte über den Livestream. Also ich habe ja hier auch im Facebook, ja gut, das ist der Sergio, der will da mitmachen, das ist ein Mexikaner, ist auch ein Sänger. Ja, ich habe hier noch ein paar Gruppen, zum Beispiel hier könnt ihr das sehen, also Groups, machen wir es ein bisschen runter, damit man es mit der Link sehen kann, könnt. Dann, da gibt es hier die Event-Page, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr da mitmachen wollt. Dann macht halt Going oder Gehen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch dann wahrscheinlich übersetzt wird. Dann natürlich auch die Event-Page, wo man liken kann und so. Ne? Und naja, gut, übers E-Mail könnt ihr mich natürlich auch kontaktieren. Ich habe dann ein spezielles E-Mail eingerichtet, damit ihr also auch Links schicken könnt, die ihr vielleicht da veröffentlichen wollt. Zum Beispiel der Aldo, der jetzt da gerade gesungen hat, der hat hier seine YouTube-Videos gleich mitgegeben und so weiter. Der ist sogar im iTunes dabei und so weiter. Ja, da haben wir noch einen, der kommt, glaube ich, auch aus Europa, ja, mit EU am Ende. Der hat 50 Artisten, hat er da, also Künstler mit Hausmusik. Mal schauen, ob er mitmacht, wäre auch ganz schön. Seine Seite und so. Und naja, also ist eigentlich alles schön geplant. Also es kommt halt natürlich auf euch jetzt drauf an, ob es euch gefällt, ob ihr die Möglichkeit nutzen möchtet, dass er mal live rauskommt, weil ich mache das live. Also ihr braucht bloß den Skype oder den OVO und ich mache den Rest. Also ihr braucht gar nicht viel machen. Könnt es von zu Hause machen. Wenn ihr selber irgendwie was organisieren möchtet, irgendwie ein Konzert im Park oder in einer Garage oder was weiß ich, und ein paar Bierchen dabei verkaufen wollt, das ist euer Erlös, bin ich nicht dran für verantwortlich, weil wenn was passiert, dann möchte ich natürlich auch nicht verklagt werden. Also ist halt eure Entscheidung, ob ihr das vielleicht noch ein bisschen größer machen wollt, etc. Und naja, also wichtig ist halt, oder schön wäre es halt, wenn viele Leute mitmachen, wenn ihr das irgendwie an eure Freunde das Video vielleicht weiterschickt oder die Idee halt weitergebt, etc. Und ja, vielleicht irgendjemand kann ja vielleicht sogar berühmt werden, wenn das irgendwie so ein Produktor das, oder Produzent, sag mal in Deutschland, glaube ich, wenn er sagt, oh, der hat eine schöne Stimme oder so, vielleicht wird er jemand noch da berühmt, ne? Weil es gibt ja so viele Talente, die wo einfach ja dahin gedeihen, ne? Weil man hat halt nicht so die Möglichkeit, dass man da irgendwie mal berühmt wird, ne? Mit der ganzen Kompetenz von Lady Gaga und so. Okay, also das wäre es eigentlich. Das ist halt die Idee. Vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt, das Video anzuschauen. Und ja, man sieht sich 2. November. Ich glaube, ab 7 Uhr deutscher Zeit sollte ich live sein. Also bis später und schönen Tag noch. Tschüssi.